Ja, und bevor wir jetzt weitermachen mit der nächsten Tanzgruppe, da habe ich hier jetzt erst noch die Ehre, einen ranghohen Politiker aus dem Kanton Bern hier bei mir auf der Bühne dürfen zu begrüssen. Wie, was um seine Tanzkünste steht, das weiss ich so im Moment gerade noch nicht. Aber ich werde sie natürlich jetzt gerade fragen. Es freut mich sehr, ist er heute da, der Regierungsrat Philipp Müller, Polizei- und Militärdirektor. Grossen Applaus für ihn. Guten Tag, Herr Müller. Merci. Tanzen, Herr Müller, jetzt hier auf die Bühne kommen, gerade schnell ein Tänzchen herlegen. Wäre das etwas für euch? Ja, ich weiss nicht, ob es eine gute Idee wäre, das jetzt abzuwerten mit meiner Darbietung. Nach dem, was ich da gesehen habe, ich glaube, es würde ein bisschen abfallen. Aber grundsätzlich, dem von Herrn Müller, irgendwo an einem so ein bisschen entspannten Abend, da kann es schon mal sein, dass das Tanzbein ein bisschen schwingen kann. Ja, das auf jeden Fall. Sehr gut. Aber das kann sich natürlich nicht mit dem messen. Was man hier sieht auf der Bühne. Ja, genau. Gut, ich übergebe euch das Wort, Herr Müller. Merci vielmal. Ja, wow, ich kann nur sagen, wow, was für eine Stimmung. Die Aufführungen hier von der Extraklasse. Der Tanzsport lebt, ich bin begeistert. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Schülerinnen und Schüler, sehr geehrte Lehrpersonen und werte Gäste. Ich freue mich sehr, hier die besten Grüße vom Regierungsrat vom Kanton Bern dürfen zu überbringen. Die 24. Durchführung des School Dance Award ist gleichzeitig meine Premiere. Bis heute konnte ich mir nicht so genau vorstellen, was das eigentlich ist, der School Dance Award. Jetzt habe ich ein Bild. Es ist weit mehr als einige vierminütige Aufführung auf einer Bühne. Ich erlebe hier ein Event, auf dem ihr eure unzähligen Trainingsstunden vorbereitet habt. Zusammen mit den Lehrpersonen eine Choreografie einstudiert hat und die hundertfach wahrscheinlich wiederholt hat. Formate wie die formen unsere Jugendlichen und tragen zum gesellschaftlichen und zur sportlichen Entwicklung bei. Unser Tanzevent kommt an. Das zeigen Zahlen, sie sind vorher genannt worden. Wir haben steigende Teilnehmerzahlen. 36 Schulsportgruppen machen jetzt mit. Das ist Rekord. Ich gratuliere euch herzlich. Mit der Strategie Sport Kanton Bern wollen wir die Sport- und Bewegungsförderung im Kanton Bern langfristig und nachhaltig entwickeln. Die 24-jährige Tradition des School Dance Award steht ebenfalls für Langfristigkeit. Mit viel Freude habe ich auch von der nachhaltigen Wirkung erfahren. So geben einerseits ehemalige Tänzerinnen ihr Wissen als Lehrpersonen weiter und begleiten die Teams an diesem Event. Andererseits wirken gerade jetzt hinter der Bühne, ich habe es gesehen, wie sie schon warten, nervöse ehemalige als Helferinnen mit, indem sie die nächste Gruppe betreuen und ihnen ihre Erfahrungen weitergeben. Das ist gut schweizerisches, ehrenamtliches, freiwilliges Engagement. In der ersten Show heute Morgen ist sogar eine junge Frau als Co-Moderatorin auf der Bühne gestanden. Die fragen mich bestimmt, warum sie heute am Nachmittag jetzt nicht hier steht. Ja, sie kommt jetzt dann. Sie steht hinter der Bühne und kommt mit einer Tanzgruppe selber schon wieder auf die Bühne. Ich muss sagen, ich verneige mich vor so grossem Engagement und bitte euch alle um einen grossen Applaus als Dankeschön für alle Helferinnen und Helfer und für die Lehrpersonen. Merci vielmals, sie haben es verdient. Mit dem Sportvirus aus der Sportstrategie soll jetzt auch noch der Tanzvirus hier im Raum weiter in Kreise ziehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Geniessen wir also zusammen noch die nächsten Auftritte und ich sage nur noch Bühne frei. Merci vielmals. Besten Dank, Herr Regierungsrat Philipp Müller. Merci vielmals, seid ihr da. Ich lasse noch Platz nehmen, dass ihr wieder so richtig geniessen könnt. Genau, dürfen wir es mir sonst wieder geben, dass ihr die verschiedenen
Tanzdarbietungen noch geniessen können, die wir jetzt noch sehen werden, weil es gibt noch die eine oder andere Darbietung, die wir heute dürfen bestaunen dürfen. Und zwar ist die nächste Gruppe, die wir hier werden sehen, aus der Kategorie 7 bis 9.